Hallo, mein Name ist Oliver und einige kennen mich bestimmt schon aus meinen YouTube-Videos oder von meiner Internetseite comic.de. Heute geht es mir aber nicht um Zauberei oder Comics. Ich möchte euch mein neuestes Projekt vorstellen. Es geht um ein Buch, welches ich geschrieben habe. Und so sieht das Cover aus, was ich selbst gestaltet habe. In dem Buch geht es um drei beste Freunde. Diese wollen nach dem Abitur gemeinsam einen Berg besteigen, so wie sie es schon oft getan haben. Doch diesmal endet das Abenteuer nicht mit Gipfeleuphorie, sondern in einer Katastrophe. Von einem Augenblick auf den anderen ist nichts mehr wie zuvor. Das Dreieck bricht auseinander, die Wege von Sean, Tom und Fiona trennen sich. Statt einer unbeschwerten Zukunft folgen dunkle Zeiten. Der Schicksalsschlag wird zur Prüfung. Wer sich ihr stellt, kann über sich hinauswachsen. Wer bereit ist für neue Sichtweisen, dem öffnet sich die Welt. Eine Geschichte von Liebe, Freundschaft und Tod und von der Hoffnung, dass der Weg durch die Dunkelheit ins Licht führt. Das Lektorat und der Satz sind bereits finanziert, so dass das Ganze einen professionellen Schliff erhalten hat. Man wird es dann voraussichtlich Ende Juli bestellen können. Das Ganze kann man dann online bestellen, in der Buchhandlung oder als E-Book. Leider gibt es keine Exemplare zum Probelesen, da die Bücher nur auf Bestellung gedruckt werden und ich das Ganze selbst finanzieren muss. Das möchte ich aber gerne ändern. Ich möchte gerne ein paar Exemplare zur Verfügung stellen zum Probelesen in der Buchhandlung, Bücherei, Bibliotheken und für ein paar Lesungen. Und deswegen habe ich mich auf startnext.de angemeldet, um dort ein bisschen Unterstützung für mein Projekt zu erhalten. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr auf Startnext Fan oder Supporter werdet. Und als Supporter erhaltet ihr auch ein paar Geschenke dann, wenn das Projekt erfolgreich finanziert werden kann. Ihr könnt euch das Ganze ja dort mal anschauen. Und wenn euch Bücher interessieren oder ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die sich dafür interessieren, dann verbreitet das doch einfach weiter. Die sollen dann auch einfach mal auf startnext.de in dem Projekt vorbeischauen und können sich da auch als Fan oder als Supporter mit reinstellen. Und da würde ich mich riesig drüber freuen auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass unser Projekt dann Erfolg haben wird. Und wenn ihr euch dafür interessiert, was Crowdfunding überhaupt ist und wie man das macht und falls ihr vielleicht selber mal so ein Projekt starten möchtet, habe ich hier ein Video für euch vorbereitet, wo ihr dann alles über das Crowdfunding erfahren könnt. Und sonst schaut doch einfach mal bei Startnext noch in die Hilfe mit rein. Dann wird das Ganze auch nochmal erklärt. So, dann hoffe ich, dass wir uns bald auf meinem Projekt sehen, ihr dann die Leseproben reinlest und vielleicht das Projekt sogar unterstützt. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann. Bis später. Tschüss.